Check, 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 check. 1, 2, 3. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück zu unserem wunderschönen BeatHacks-Format. Jeden Donnerstag um 20 Uhr. Ich freue mich heute sehr. Ich habe heute, wie sich das für einen Hamburger gehört, einen schön geladenen Matrosé. Ja, das heißt, ich habe schon im Chat gelesen, ihr seid gerade schon am Diskutieren, wer hier gerade welche Getränke zu sich nimmt. Die anderen trinken Bier, ich trinke auf jeden Fall einen Mix aus Mate und Rosé. Ja, ich habe das Game einfach mal ein bisschen abgesteppt. Ja, nicht nur Wein, sondern auch dann nochmal einen Schuss obendrauf. Leute, herzlich willkommen zurück. Ich habe richtig Bock. Ihr seht auch gerade tatsächlich, ich bin in einem ganz anderen Studio unterwegs heute. Das ist nämlich unsere Regie 5, ja, unser Studio 5 von unseren DIY-Studios. Mittlerweile auch mein Lieblingsstudio geworden. Extra für euch, heute auch blau gemacht. Normalerweise glänzt das hier alles in Grün und Orange. Ja, sehr, sehr cozy. Und ja, es freut mich sehr, dass ein paar von euch auf jeden Fall am Start sind. Man darf ja nicht vergessen, draußen sind es über 30 Grad. Ich wäre auch lieber an einem Badesee, würde aber trotzdem die Chance nutzen, diesen großartigen Livestream heute Abend wahrzunehmen, denn wir haben eine ganz, ganz besondere Ausgabe heute. Wir haben nämlich zum ersten Mal komplette Newcomer am Start, die tatsächlich bei unseren lieben Partnern von SpinUp den Beat bzw. die Rap und Beat Challenge gewonnen haben. Das sind einmal der Tobi Porter und einmal der Vato, der tatsächlich, wie der Name schon ähnlich verrät, ein bisschen auf uns Vatoen lässt. Der kommt tatsächlich gleich ein bisschen später dazu. Der hat halt gerade aktuell noch bisschen was zu tun, kommt aber gleich dazu. Wir rufen den so gegen Viertel nach an, denke ich mal. Aber erstmal ein herzlich willkommen zurück. Wie gesagt, kurz zur Erwähnung, wir haben tatsächlich, eine Partnerschaft mit SpinUp gehabt bei den bei dieser Challenge und durften dann tatsächlich auch dem Gewinnern heute dann quasi diesen Livestream mitschenken. Das heißt, die dürfen sich heute vor euch präsentieren. Die haben auch, habe ich gerade erwähnt, das erste Mal heute einen Livestream, wo sie auch quasi interviewt werden. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr nette Dudes und es wird bestimmt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich würde auch vorschlagen, bevor wir gleich starten, dass ich auch einmal die Beats anspiele, die wir heute auseinanderdröppeln müssen. Dürfen. Ja, darauf freue ich mich auch sehr. Und noch eine ganz kurze Info. Und zwar haben wir letzte Woche ja auch angekündigt, dass wir selber auch wieder einen Remix-Contest ins Leben rufen. Und ich habe dafür auch schon einen Fahrplan und kann euch ganz genau sagen, wie das Ganze vonstatten läuft, wie wir was geplant haben. Aber das Ganze erst natürlich zum Schluss, damit ihr natürlich auch dranbleibt, weil erstmal haben wir den Fokus natürlich auf die beiden Gewinner und auf die Beats, die uns heute gezeigt werden. Das heißt, seid doch bitte hier wieder schön interaktiv. Ja, fragt die Jungs wirklich ganz, ganz viel. Wie gesagt, die sind es noch gar nicht gewohnt, zu livestreamen und interviewt zu werden und die haben bestimmt sehr, sehr viel zu erzählen. Genau, das heißt, für unseren Contest bitte noch ein bisschen Geduld, das werden wir dann nach der Präsentation von den beiden Jungs sozusagen dann einmal durchgehen, ganz in Ruhe, ganz entspannt, damit ihr auch haargenau wisst, was ab nächster Woche denn alles so passieren wird und das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil, also wirklich sehr, sehr geil, ich sage das selten, es wird nämlich richtig geil und ihr merkt, ich habe gute Laune, ich freue mich natürlich immer sehr, wenn die Sonne scheint, wenn es draußen warm ist, ich bin noch ein bisschen sehr durchgebraten heute, ich bin schon den ganzen Tag im Studio, aber ihr kennt das ja eh, ich bin eh immer gerne ein bisschen verplant, von daher, ja, ich sehe aber auch unglaublich ausgeschlafen aus durch den Filter, was ziemlich gut passt, der Tobi, der sitzt schon Backstage in Skype, der sieht das nicht so ausgeschlafen, aber zumindest ihr hier im Livestream. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, ich würde jetzt einfach mal direkt dem vom Tobi den Beat einmal kurz anschmeißen. Ich kann auf jeden Fall verraten, dass bei dem Tobi das Ganze tatsächlich in Ableton stattgefunden hat. Hier die erste Frage, aber er wird wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr zu seinem Setup sagen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Beat. Und der zweite Beat wurde tatsächlich in FL Studio gebaut. Und da wird der Vato natürlich auch, denke ich mal, gleich, wenn er dann am Start ist, einiges zu sagen können. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ich mache mal ganz kurz nochmal mein Mikrofon aus, damit ich den Beat richtig schön und laut hören kann. Und
Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dem Beat sagt. Bitte knallt natürlich auch direkt eure Meinung zu dem Beat einfach mal hier in den Chat. Darüber freut sich der Tobi dann auch sehr. Das heißt, ja, ich würde sagen, ich drücke jetzt einfach mal Play, mache mein Mic aus und auf geht's. Also schön ordentlich mitviben, Leute. Das ist nämlich ein übelster Kopfnicker. So viel dazu. Das wäre auf einmal hier, oder das wäre auf einmal der, auf einmal, warum sage ich auf einmal? Das wäre auf jeden Fall einmal der Beat von Tobi, den er eingereicht hat. Ich lese gerade, ich hätte lauter machen sollen. Das kann, glaube ich, eigentlich nicht sein, weil bei mir ist hier auf jeden Fall das Ding auf Vollanschlag gelaufen. Bin auf jeden Fall, sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn da irgendwas technisch nicht korrekt war, aber ich. Bei mir war auf jeden Fall alles top tatsächlich. Genau, gibt da gerne mal Feedback. Auf jeden Fall sehr, sehr nicer Vibe, super dreamy. Und das Ding gucken wir uns auch gleich als erstes an tatsächlich. Und würde auch sagen, der Ingo auch geschrieben hat, der Figub Braslevic, ja, hat auch tatsächlich hier an der Stelle den lieben Tobi als Gewinner gepickt. Und das auch zu Recht. Geiles Ding, Tobi. Ich guck mich schon an. Du kriegst auf jeden Fall gleich noch deinen Hack von den Leuten. Genau. Und ja, die Leute sind auf jeden Fall mixed, top, alles nice, geiler Vibe, schöner Vibe, 90s Jazz, sehr gut getroffen. Genau, da gehen wir auf jeden Fall gleich drauf ein. Ich werde einmal ganz kurz noch den zweiten Beat vorspielen und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu dir, Tobi. Dann hole ich auch langsam mal den Maurin, also den Vato dazu. Jetzt aber einmal nochmal ganz kurz den anderen Beat. So. Hey,
Bam. Okay, das war's. Und ja, auf jeden Fall Digga, ich habe heute komplett Sprachfehler, weil mir, glaube ich, zu warm ist. Auf jeden Fall extrem guter Kopfnicker. Beide Beats sehr, sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Beat wurde, wie Ingo schon erwähnt hat, von der Josie Miller, die auch tatsächlich bei uns schon zu Gast war, gepickt als Gewinnerbeat. Und auch hier in dem Fall zu Recht, auf jeden Fall auch ziemlich cooles Ding. Beide sehr unterschiedlich, sehr vibey. Der eine hat so ein bisschen diesen, ja, G-Funk, West Coast, Sample-Type-Beat und der von Tobi ist halt, ja, sehr, sehr jazzy und, ja, so ein bisschen Lo-Fi angelehnt, würde ich fast sagen, behaupten einfach mal. Und, ja, die beiden haben sich gegen 1000 Leute durchgesetzt, ja, das muss man erstmal schaffen. Das ist auf jeden Fall echt hier, auch an der Stelle schon mal dickes Lob an euch, Jungs. Ich werde mal sagen, ich rufe einfach mal kurz den Tobi schon mal an. Ich würde einfach mal hier seine Nummer wählen und einfach mal anrufen und fragen, Tobi, bist du schon am Start und kannst du mich hören? Grüß dich Gott, Servus, ich kann dich hören. Moin, moin. Ich glaube, man hört dich jetzt doppelt. Ich werde jetzt auch mal switchen auf Kopfhörer, damit man nicht alles doppelt und dreifach hört. So, kannst du noch mal kurz was sagen? Warte. So, warte. Check, 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 check. Mic check, 1, 2, 3. So, ich glaube, man hört dich. Ich mach dich mal ein bisschen lauter. Kannst du mal reden, bitte, Tobi? Passt das so? Passt das so von der Lautstärke? Schrei mich nicht an. Passt. Okay, sehr cool. Ja, genau, lieber Chat, ja. Das ist auf jeden Fall der Tobi, der ist schon am Start, freut mich auf jeden Fall sehr. Genau, ich werde jetzt auch mal gucken, ob ich jetzt direkt den Vato auch dazu holen kann. Beziehungsweise den Maurin. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da, Fese am Start. Einfach mal hinzufügen. Vielleicht ist er auch schon direkt dabei. Und dann haben wir, glaube ich, auch alle Teilnehmer mit am Start. Vato, kannst du uns hören? Bist du da? Hey, hey, moin, moin. Was geht? Na, alles gut? Ja, bei euch. Ja, auf jeden Fall. Kannst du noch was sagen, bitte? Hey, yo, was geht? Was geht? So, perfekt. Okay, cool. Ich würde sagen, das passt jetzt auf jeden Fall hier an der Stelle. Chat, wenn irgendwas mit den Lautstärken nicht stimmt, dann auf jeden Fall einfach Bescheid geben. Ihr kriegt auf jeden Fall gerade ganz viel Lob, ihr beiden. Ihr habt die auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ey, sehr, sehr stabile Arbeit. Kann man einfach nur Dankeschön. So direkt sagen. Genau, der erste Beat, wie gesagt, war links von dem Tobi, also ihr seht ihn jetzt, glaube ich, links, wenn mich nicht alles täuscht, und der zweite Beat war rechts von Vato. Genau, ich gehe einmal kurz quasi mit euch ein paar Fakten zu euch durch, sprich, fangen wir bei Tobi mal an, schön chronologisch, wo kommst du her, wie lange bist du schon am Beatmaking dabei, beim Beatmaking, mit was arbeitest du und wie kamst du zu diesem Spin-Up-Ding? Okay, also ich wohne in Wien, bin 19 Jahre alt, mache jetzt Beat, seit ich 15 bin oder so, also das sind dann 4 Jahre und habe angefangen ursprünglich mit auf FL Studio und bin dann aber nach drei Jahren umgestiegen auf Ableton, weil ich einfach davon irgendwie dadurch noch mehr Möglichkeiten gehabt habe und zum Spin-Up. Zur Teilnahme ist es gekommen, weil ich in der Beat Unit auch dabei bin. Und da habe ich im Chat eben den Link zu dem Contest gesehen. Und zu der Zeit bin ich eben auf diesem Beat gesessen, den ich eingereicht habe. Eigentlich am Anfang nur ein 4-Bar-Loop mit diesem Main Vocal Sample. Und dann habe ich den ausgebaut für die Challenge und eingereicht. Und zu meinem Glück hat es den Leuten gefallen. Und jetzt sind wir hier und danke auf jeden Fall für die Einladung. Ey, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, sind auf jeden Fall Top-Beats, saubere Leistung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du gleich alles zeigst. Da passiert ja sehr viel. Wir haben vorhin nur einmal kurz einen Soundcheck gemacht. Ich weiß noch gar nicht, was er gleich alles in Ableton zeigt. Kann auch sein, dass sogar als ich als super Ableton-Nerd gleich nochmal eine Funktion entdecke, die richtig geil ist. Kommen wir direkt weiter zu Vato. Der zweite Beat war von dir, du hast auch gerade sehr viel Liebe aus dem Chat bekommen. Ja, wo kommst du her, wie alt bist du, wie lange bist du schon dabei und wie kamst du zu Spin-Up?
Also erstmal fettes Dankeschön an den Chat für die Liebe und auch meine Supporters. Ich komme aus Freiburg in Baden-Württemberg und Beats mache ich seit ich kein Plan. Auf jeden Fall mache ich das schon seit 2 Jahren, bald 2,5 Jahre. Wenn doch 2,5 Jahre, weil vor 2,5 Jahren im Winter habe ich angefangen. Ich weiß noch, zu meinem zu Weihnachten habe ich so ein kleines Pad Ja. bekommen, weißt du? So eine MPD. Also, ja, und damit habe ich dann angefangen, Beats zu bauen, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich mache auch selber Rap-Musik, weißt du? Und ich hatte da fette Probleme mit dem Vertrieb wegen scheiß YouTube-Beats, weißt du? Und deshalb habe ich halt angefangen, selber Beats halt nicht mehr zu begegnen, weißt Ja. du? Ja, und zum Spin-Up-Ding bin ich gekommen. Irgend so ein Kollege von mir hat mir den Beitrag von denen gesendet, dass es halt da einen Contest gibt. Und ja, ich habe da halt mal ein Beat hingesendet. Ich dachte mir im Prinzip, es ist geil für mich, weil ich bekomme einen freien Upload auf sozialen Streaming-Plattformen, weißt du, für meinen Beat. So dachte ich mir, okay, Killer, das ist schon mal eine Sache. Ich habe eh da nichts zu verlieren. Ich kann da ein Beat hochladen auf Spotify und muss nicht mal was dafür zahlen, so wirklich, so Krass, weißt ja. du? Und auch zu meinem Glück wurde halt dann mein Beat auch auf Platz 1 platziert. Klar, in dem Beat steckt sehr viel Liebe drin, aber ich hätte es echt nicht erwartet. Ich hätte es überhaupt nicht erwartet. Es gab ja insgesamt so 20 Plätze zum Gewinnen, also für jeden Platz gab es zwei Gewinne. Ja, für jeden Platz gab es zwei Gewinner, genau. Und ja, ich dachte, okay, wenn ich jetzt irgendwie den letzten Platz oder so mache, bin ich schon überhappy. Aber als ich dann die Mail bekommen habe, bin ich mir rumgesprungen wie so ein kleines Kind, dass ich das gewonnen Mega. Ja, habe. nochmal von mir herzlichen Glückwunsch Ja. an euch beide. Super geil. Ne? Das gibt immer einen Danke. ordentlichen Push, wenn man so einen Contest So. gewinnt. Ne? Gerade bei so 1000 Teilnehmern. Digga, what the fuck? Ist doch mega geil. Ist doch echt mega. Und wenn jetzt, warte nochmal, wenn du jetzt sagst, du hast früher gerappt und ja, das ist immer Probleme mit diesen ganzen Beats, die du da immer gepickt hast, würdest du denn jetzt auch auf so eine Art von Beat rappen, die du jetzt auch eingereicht hast, diesen, ja, diesen West Coast G-Funk-mäßigen Vibe, oder bist du da eher anders unterwegs? Also, ich rap Ja. immer noch natürlich. Und diese Art von Beats, Oldschool, G-Funk, Boom Bap, alles Mögliche, alles außer Trap und Drill und sowas, auf solche Beats rap ich. Also, ich produziere auch selber natürlich andere Beats, Ja. Trap Beats, Drill Beats, was man auch will. Ich mache weder Autotune noch rap ich auf Trap Beats. Ich mache nur Oldschool. Okay. Sowohl, ja, ich rap einfach da drauf, so. Ja. Ja, geil. Genau. Habt ihr schon Platzierung, ihr beide? Fangen wir mal bei Tobi an. Hast du schon irgendwelche Placements irgendwo gelandet? Ich habe noch kein Placement an, aber hoffentlich dieses Jahr mal ergibt sich was. Ich arbeite dahin in die Richtung und ich bin eigentlich Ja. zuversichtlich, dass da Aber dieses es sind ja Jahr die was ersten geht. Steps, ne? Ich meine, jetzt stehst du ja schon so hype in der Öffentlichkeit, ja, bist jetzt schon bekannt, ja, du bist jetzt quasi ein Step weitergegangen. Vielleicht sind da jetzt auch schon Künstler mit Genau. dabei, die dein Beat gefeiert haben. Also schreibt auf jeden Fall den Tobi. Genau, auf die Instagram-Namen kommen wir, glaube ich, später nochmal zurück, aber Tobi ist auf jeden Fall offen für Anfragen. Genau. Warte, du hast Unbedingt. eben mit dem Kopf genickt, du hast schon Platzierung. Womit hattest du schon deine kleinen Erfolge? Ja. Also, ich weiß nicht, woher kommst du? Ist aus Yes, ja, Hamburg? Digga. Ja, sag mal, Digga. Nee, auf jeden Fall für die Jungs von 5050 Records, das Okay. war früher SFM, 84 und so, für diese Leute. Das ist Stanley von denen, die haben jetzt ein eigenes Label mit Timo und Danny 111. Und Stanley hat jetzt am letzten Freitag seine Venice Beach EP rausgebracht. Übrigens sehr, sehr geiles Teil, nicht nur, weil da auch meine Beats drauf sind. Aber auf jeden Fall, bei dem habe ich zwei Beats gemacht. Und das ist mein allererstes Placement und da bin ich auch richtig happy drüber. So. Herzlichen Glückwunsch. Mann. Danke. Sehr, sehr geil. Ja. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Ich hab jetzt im Kopf gehabt, das Placement quasi ist, dass du ein Beat wohin schickst und das wird quasi gepickt von einem Beatpool oder so.
Ich habe eine Single draußen mit den Boys, die heißen Smooth Monkey, die heißt Tuesday und die ist auf Spotify. Ah. Das ist quasi eine erste Single, die wir rausgebracht haben. Leute merken, Smooth Monkey, Tuesday und natürlich das von Vato. Ich will immer Vado sagen, Vato. Genau. Ja, sehr, sehr nice. Ey, wie gesagt, ihr macht gute Arbeit. Ich bin ganz groß davon überzeugt, ganz oder sehr, sehr davon überzeugt, dass es bei euch noch auf jeden Fall steil nach oben geht. Gerade wenn man so ein Beat gewinnt, so ein Contest. Einfach schön am Ball bleiben und ordentlich weitermachen. Und dann wird es irgendwann auch klappen. Bei mir hat es original genauso angefangen. Ich habe damals auch 2013 oder 14 habe ich bei einem Contest teilgenommen. Der war damals ausgeschrieben über De La Mar tatsächlich. Ne? Also da gab es das Spin-Up noch nicht. Und das war auch ein Remix-Contest, tatsächlich damals aber von so einem Dance-Track, also irgendwie so EDM-mäßigen Krams. Aber da habe ich auch gewonnen, auch ein Release damals über das Label von Effe. Effe Musik aus Frankfurt, der früher mit DJ Catch zusammen auch Sido und Harris und sowas gemacht hat. Ne? Also ganz, ganz viele Sachen. Haftbefehl hat, glaube ich, jetzt auch boah, mit Moses Pelham irgendwie auch zu tun gehabt wieder und so. Also so die Schiene war auf jeden Fall derbe cool. Und dann ging es für mich auch los. Ne? Und dann einfach Step by Step weitergemacht, weitergeweiht. Und dann hat es auch irgendwann funktioniert. Ja. Also irgendjemand schreibt hier, ein Jules schreibt, Tobi einfach hot. Vielleicht hast du hier direkt Groupies am Start. Grüße an Julian. Ich habe ihm gesagt, er soll richtig viel dumme Fragen einfach in den Chat Mad Panda stellen. schreibt, ich will E-Scooter fahren mit dir, Nicht antworten. Tobi. Der ein Bitte? Mad Panda schreibt, ich will E-Scooter fahren mit dir, Tobi. Ich auch, wenn ich sehe, was ich sagen könnte. Allerhöchste. Genau. Ja, cool, sehr cool. Tobi, ich will Kinder von dir, schreibt Mad Panda auch. Also, ja, okay, ihr habt eure Crowd am Start. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann würde ich mal sagen, werden wir auch mal ein bisschen technisch. Die Leute sind ja auch gespannt, wollen ja auch was lernen. Wir können ja nebenbei auch noch mal so ein bisschen talken. Mir fallen bestimmt zwischendurch immer so Fragen ein. Wie gesagt, Props an euch. Bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr jetzt gleich zeigt. Man muss kurz erwähnen, der Vato, der hat tatsächlich nicht so die beste Internetverbindung heute. Deswegen glaube ich, werden wir später noch mal den Beat anhören und du wirst ein bisschen was dazu sagen. Aber wir werden leider nicht in dein Projekt reinschauen können. Wir werden das aber bestimmt wiederholen können, wenn es sich der Zeitpunkt ergibt, dass du wieder eine bessere Leitung hast. Da bitte ich dich einfach dann um quasi Feedback, um Rückmeldung, weil das steht ja quasi für dich aus. Genau. Aber ja, nichtsdestotrotz, genau, bist du auf jeden Fall hier mit dabei. Kannst du auch gleich deinen Senf dazugeben, was der liebe Tobi hier so gebaut hat. Und genau, man wird dich auch jetzt die ganze Zeit mit im Stream sehen und der Chat kann dir natürlich auch Fragen stellen. Da würde ich mal sagen, Tobi, du kannst schon mal deinen Bildschirm teilen. Yes. Machen wir. Das sieht schon mal gut Seht aus. ihr den Wir Bildschirm? sehen alles, wir sehen auch hier einmal, wir sehen alles. Du kannst Listen-to-Plugin kannst du auch schließen. Ja, nein, aber es ist gerade noch nicht, Doch. es überträgt gerade interessanterweise noch nicht. Ach so. Es sagt mir jetzt hier not logged in, dabei habe ich die Daten eh hier. Sonst, Moment. So, jetzt dürfte es passen. ich glaube, da müsstest du mir noch einmal einen neuen Stream-Link schicken. Ja? Ich glaube Okay. ja. Mache ich das schnell? Haben wir gleich. Chat, seid doch mal so lieb, haut mal ein paar Fragen raus an die lieben Dudes. Heute ist super warm und wir wollen ein bisschen Unterhaltung haben. So. Hast du den Link? Habe ich bekommen? Ich richte sofort ein. Perfekt. Gott, ich habe meine Tastatur einfach umgedreht. So, okay, jetzt besser. Stand einfach über Kopf. So, click start to listening. Dann gehen wir mal rüber auf deinen Bildschirm. OBS, 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 wo bist du? Da. Und dann, genau, mache ich einmal Chrome ist an. Magst du einmal kurz abfeuern, dass wir einmal hören, dass das funktioniert? Danke. Passt. Klingt sehr gut, klingt sehr entspannt. Läuft schon mal super. Ich Wunderbar. gucke gerade, ich glaube, ich schiebe mal unsere Bilder nochmal irgendwo anders hin, dass man vielleicht ein bisschen mehr von deiner DAW sieht. Da kommt der Warte nach oben. So, dann kommst
du einfach mal hier rüber. So. Perfekt. Und ich bleibe jetzt hier einfach mal so. Das sollte passen. Perfekto. Dann würde ich einfach mal dir das Wort überlassen. Gerne kannst du einfach mal Step by Step jetzt durch die Produktion gehen. Ich weiß nicht, ob du da sortiert bist. Ich überlasse dir jetzt einfach mal das Wort und ich unterbreche dich dann, sobald irgendwie Fragen im Chat zustande kommen, ja? Ja, perfekt. Ich habe das hier noch extra schön farblich sortiert, damit ich mich selber hier auskenne. Das Projekt ist doch relativ groß im Endeffekt. Ja, also ich habe gestartet mit diesem Sample, das ich jetzt hier kurz soliere. Ist einfach ein Splice-Sample. Und ich habe dann gleich dazu diesen E-Bass dazu gespielt mit dem Kontakt Scabby Rickenbacker Ich liebe Bass, den. was mein absolutes Lieblings-Plugins ist für E-Bässe. Der hat extrem viel geile Einstellungen und da kann man wirklich einen geilen realistischen Sound rauskriegen. Und zusammen klingen die beiden Spuren dann so. Ja, und dann mein Prozess bei Drums ist immer, dass ich dann quasi den melodischen Teil des Beats einfach mal Warte, warte, ein warte. Kurz, bisschen kurz, kurz. höher, Kurz ein bisschen unterbrechen. auf Was hast Loop du alles auf lasse. dem Sample gepackt? Da waren gerade ein Ja? paar mehr Plugins, oder? Darf ich da nochmal schauen? Ja. Es ist eigentlich nur EQing. Wir Warte, haben nicht so ein schnell. Entschuldigung. Wir haben so ein F6 bisschen Waves Verzögerung in der Equalizer. Übertragung. Ganz langsam, ganz ruhig. Die Leute können einmal kurz Okay. gucken. Es sei denn, du hast irgendwelche Sachen, die super geheim sind. Dann gerne, genau, Nein, weglassen. Aber hier, zeig mal kurz den gar nicht, EQ. gar Ich sehe nicht. hier, das ist ein Waves-EQ, war, oder? Genau, das ist ein Wave Und CQ, der genau, da hast F6. du EQ'd. Ich verwende, ja, also ich habe einfach die Mitten ein bisschen rausgenommen, die Höhen dabei so 3K ein bisschen geboostet und dann aber wieder hier so ein bisschen einen Cut gemacht und natürlich auch die Tiefen rausgenommen. Weil ohne Equalizer hat dieses Sample, wenn ich jetzt hier mal die ganzen Effekt-Plugins einfach, das Sample hat sehr viel Bass. Und dann kommen halt die EQs rein und machen das alles ein bisschen angenehmer fürs Ohr. Genau. Cool. Und danach habe ich auch eines meiner Lieblings-Plugins, AC20 Retro Color. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen einen Chorus-Effekt durch diesen Wobble-Knob. Da wird ein bisschen so eine Phasenverschiebung im Sample hervorgerufen dadurch und es wirkt, kriegt einfach mehr Raum. Und dieser Knob hier ist auch sehr geil, wenn man einfach das Stereo-Bild ein bisschen verbreitern möchte. Dann hat das Sample einfach direkt ein bisschen mehr Raum und sitzt ein bisschen schöner im Gesamtbild. Und dahinter kommt ein Kompressor auch von Kontakt. Dann noch ein Pro-Q, wo ich ein paar, also so, da waren ein paar Frequenzen, die so ein bisschen interferiert haben, die habe ich da rausgefiltert. Und dann nochmal ein Pro-Q, der wahrscheinlich nicht mal notwendig wäre, aber ich packe einfach gern viele Equalizer auf meine Spuren, damit es auf jeden Fall passt, damit einer zumindest richtig greift. Weil ich mache das halt alles immer eher nach Gehör. Das ist so geil, dass wirklich, Ja. der Chat schreibt gerade, es ist wieder mal RC20 da. Ich glaube, es gibt noch keinen Livestream, wo noch nicht RC20 gezeigt wurde. Der kommt einfach immer. Ja, ich glaube, es ist wie das Strip-Plugin, nur ein bisschen besser und dass es die Ja, ist Leute so. wirklich verwenden. Und zu den Drums, die spiele ich auch mal kurz hier solo ab. Ja, ich mache meine Drums immer so, ich höre ein bisschen den melodischen Teil einfach an. Und stelle mir vor, wie sie klingen sollten, wie zu tun habe und baue die Drums quasi einfach so nach meiner Vorstellung, sodass die einzelnen Komponenten in den Drums wirklich gut zueinander passen.
Und dann schaue ich wieder, wie es mit der Melodie klingt. Und in dem Fall habe ich hier so ein paar Cymatics Percussions gechoppt, hier und da ein bisschen rearranged. Ich verwende auch auf Percussion immer sehr gerne den Beat-Warp-Modus von Ableton und hau den hier auf diese transienten Einstellung und hau die Transienten einfach ein bisschen runter. Dadurch kriegt die Percussion so mehr so ein Choppy-Feel, was einfach für das besser gepasst hat. Ingo, also, sehr gut, warte. Ingo, du musst jetzt hier wieder ganz arg aufpassen. Er war nämlich letztes Mal auch geflasht, als wir das im Livestream gezeigt haben. Hier siehst du nochmal den Trick auf einen Drum-Loop, beziehungsweise einen kleinen Loop. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Kannst gleich weitermachen. Das kann ich auf jeden Fall, das kann man auf so vielen verschiedenen Audio-Files ausprobieren. Das macht immer was Interessantes damit. Es ist eigentlich fast Cheating, weil du so, es ist so, du weißt gar nicht, was passiert damit, aber du findest immer irgendwas, was cool klingt. Dann habe ich hier so ein paar so Tape-Noises, ein Ride-Becken, ja, einfach alle möglichen kleinen Percussions, damit das Ganze einfach viel, ja, viel Raum hat, damit viel passiert. Ich mag meine Drums immer sehr busy eigentlich, sag ich mal. Und bei den Effekten passiert hier in dem Teil nicht so viel. Also ein kleiner Sprinkle. Und für diesen Übergang hier, der, wo ich das Sample resampled habe und das gemacht habe. Ich hoffe, es ist laut genug. Habe ich hier unten noch so eine Wassertextur reingegeben, so eine Rain Texture, und das macht dann einfach so einen Ambient Effekt. Kannst du noch mal zeigen, wie du diesen Wobble-Effekt auf dem Sample gemacht hast? Ja, das ist so wackelt. Also du hast ja eben diese eine Stelle, wo dieses wop, 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 wop. Ach so. Ah ja, ja. Das ist mit einem Ableton-Effekt-Plugin, das heißt LFO-Tone. Und da habe ich diesen Filter-Cutoff automatisiert und der geht halt einfach auf. Hier sieht man das. Und der macht diesen Wobble-Effekt durch den Tone und LFO-Amount. Ich vermute, das ist einfach ein Filter, der sich aufmacht und schließt, wahrscheinlich so in halt mit so einer runden Welle, runden LFO oder so. Ja. Hast so du ist die das, Live Suite? So ist das entstanden. Und dann kommt. Und die war da ja, drin? Ich hab, das LFO-Tone? Ja, das war drin. Aber es ist leider in Ableton 11 nicht mehr drin. Ich finde es in Ableton 11 nicht mehr. Ja, ich dachte gerade so, wieso kenne ich das nicht? Ja, voll. Ich müsste auch schauen, ob ich mir das hier irgendwie, ja, ich kann mir das sichern sogar als Preset. Das kann ich teuer verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wo man das sonst findet. Ich habe es bei C nicht mehr gefunden eigentlich, nachdem ich den Beat fertig gemacht habe. Ich habe es in 11 nicht gefunden. Und das ist eigentlich ein echt genialer Effekt. Also der kann ziemlich viel. Vielleicht auf der Website oder so schauen. Da findet man das vielleicht. Donatet alle jetzt 5 Euro an Tobi, wenn ihr dieses Plugin haben wollt. Genau. Das ist was ich gleich sagen kann. Ein Tipp von mir für Sampling, wenn ihr in einem Projekt samplen wollt und nicht jetzt irgendeinen kranken Kassettenrekorder, einen riesigen habt, von Foldy Makes, den findet ihr auf Instagram unter genau diesem Namen, gibt es den Tape Looper. Und mit dem könnt ihr ein Sample reinziehen und es dann quasi behandeln, als wäre es in einem Kassettenrekorder. Ihr könnt die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen, den Wow-Effekt, den Wobble und das alles. Das ist ein echt sehr versatiles und cooles Plugin. Nur so am Rande. Kann ich sehr empfehlen. Ja, dann hier dieser Zwischenteil, das war immer so, das ist über mehrere Tage so entstanden. Ich habe nicht gewusst, was ich da machen soll. Und habe dann einfach da quasi so einen rein instrumentalen Part gemacht. Es fadet von diesem Main Part mit dem Sample, fadet hier so ein Ambient Pad rein. Ziemlich leise und dann kommt das hier quasi als Hauptinstrument. Kannst du die Akkorde mal zeigen?
Ja, die Akkorde sind im Endeffekt ähnlich wie hier im Sample und die habe ich halt dann nachgespielt mit diesem wunderschönen Piano-Plugin von Labs. Das hat einen Nicht sehr so schnell, geilen zeig mal kurz das Plugin, Vintage-Sound. bitte. Das Ach ist halt, so. wie gesagt, du musst ganz entspannt bleiben. Sorry. Ah, Spitfire Audio. Das ist doch auch for free, Ja. oder? Das ist for free, das ist eine riesige Soundbank mit wirklich, also 100% einfach nur gut Geil. ausgearbeitete Sounds. Es ist halt sehr soft. Also, was mich da ein bisschen stört, das ist teilweise ein bisschen muddy einfach. Es geht nicht wirklich durch den Mix durch. Das heißt, man kann es entweder man muss es richtig gut mixen können oder du verwendest es halt nur bei Stellen, Okay. wo es wirklich passt. Sonst würde ich, ja, sonst verwende ich meistens meine Contact-Sachen, die Hast du da von ein Native Instruments. Lieblingspiano Da. von Native? Ich habe mir tatsächlich erst gestern Complete 13 Tschüss. gekauft und habe jetzt noch gar nicht alles ausprobiert. Aber was auf jeden Fall sehr gut ist, ist Ich liebe der den. Gentleman. Gentleman. Der hat einen echt sehr natürlichen und einfach true Sound und das gefällt mir sehr gut. Überhaupt, also einfach die Native-Sachen sind alle sehr empfehlenswert, eigentlich muss ich sagen. Und ja, dann habe ich eben diese Chords eingespielt für diesen Teil. Und dann kommt hier eine Flöte dazu. Eine Trompete und eine Gitarre. Und oben noch der Scabi-Bass. Hey Bro, eine kurze Frage. Ja? Und zwar diese Trompete, diese Muted Trumpet, ist die Mhm. auch in Labs drin? Die Geil, ist nicht in Digga. Labs, die ist in Achso. Kontext. Ah. Aber die ist gratis, wenn du dir, wenn du, also nicht gratis direkt, doch, es ist gratis in Complete Start. Es gibt von Native Instruments Complete Start und da hast du drin Kinetic Treats, das ist, sind so lustige gesampelte Sounds. Und dann hast du noch drin hier Factory Selection und da hast du diese Instrumente drin. Ich habe eben zu dem Zeitpunkt Complete 13 noch nicht gehabt und auch nur Complete Start und da habe ich das eben verwendet. Also, Okay, krass. das kann man sich von der Native Instruments Seite einfach Aber runterladen. krasses Akkordgame hast du auf jeden Fall. Also die sehen auf jeden Fall wild aus. Ja, ich komme von der klassischen Das Musik sieht man. eigentlich. Also ich bin, habe Geige gespielt, seit ich 7 war und habe halt viel klassische Musik gehört. Und ich habe zwar keine Ahnung von Musiktheorie, aber ich habe ein ganz, ganz gutes Gehör, glaube ich, und habe die Krass. halt Als eingespielt hättest am du Piano. 15 Finger einfach. Bup, Das ich glaube, es war kein bup. One-Take Ja, aber sieht wahrscheinlich. da, er klingt auf jeden Fall mega nice. Kannst du denn auch mal Das die einzelnen Noten von der Trompete und dem Bass auch nochmal zeigen? Und mit welchem ja. MIDI-Controller arbeitest du denn? Weil die klingen auch super dynamisch. Alles sehr, sehr, sehr feinfühlig. Diesen Beat habe ich produziert auf meinem Okay. Arturia Mini Lab. Das ist so ein kleines 32-Tasten-Keyboard, das ich bekommen habe von Freunden, die ja wahrscheinlich auch zuschauen. Und dazu habe ich das Ableton Push verwende ich eigentlich auch für sehr Okay. viele verschiedene Sachen. Weil da hast du auch wahnsinnig viel Expressionsmöglichkeiten. Und es ist auch schön, um die Plugins ein bisschen zu tweaken. Da musst du nicht alles so digital machen. Krass. Schön. Ja. Genau, den Und Bass würde ich gerne einmal sehen, die genau. geht voll. Achso, den Bass, ja. Der spielt so ganz einzelne Noten einfach. Wo es mir halt gerade gepasst hat. Flöte. Wo kommt die Flöte her? Auch aus dem Kontakt? Trompete. Die Flöte ist Du auch aus arbeitest auch mit dem Kontakt, Velocity-Tool, wa? ja. Ja, es ist gut. Vor allem, ich weiß nicht,
ich habe nicht so wirklich die Fähigkeit da, wenn ich selber einspiele am Keyboard, vor allem so Solo-Instrumente, zu entscheiden, okay, welche Note will ich jetzt wie laut haben und so, dann haue ich einfach Add some Random drauf und dann passt das schon, dann klingt es Ja, es gleich war viel krass, weil wie dynamischer. gesagt, Man hat du so ganz keine viele Sachen, wie ich Angst. schon in den Streams gezeigt hatte, wiederholst jetzt einfach. Es ist halt so mega, das ist halt, dass man jetzt nochmal so sieht, wie du das machst. Klingt halt super musikalisch, ist mega gut eingesetzt. Freut mich. Ist sehr cool. Schön. Danke sehr, danke. Gitarre auch von Kontakt. Tolles Plugin. Klingt wahnsinnig gut, finde ich. Mit bisschen AC drauf. Das macht aber viel aus, dieses AC-Preset. Das gibt richtig viel Farbe. Kannst du es mal zeigen, bitte? So wird es klingen ohne. Ja? Also ich meine, dieses von Contact, das Instrument, was du da hast, sorry. Ah. Jazzgitarre. Das ist, ja. Jetzt mit Complete 13 hat man hier auch die Sunburst. Und das ist quasi dann so eine Vollversion davon, wo man noch ein bisschen mehr einstellen kann. Aber grundsätzlich, das hat halt nur eine Voreinstellung. Aber da kann man schon noch ein bisschen tweaken und seinen eigenen Sound kreieren. Und das ist halt ein gratis Plugin. Also sollte man sich auf jeden Fall genehmigen. Geil. Ja, und dann in den letzten Part wollte ich eine komplett andere Richtung einfach einschlagen, um zu zeigen, wie versatil ich bin. Und habe so ein Reactor-Bass genommen und den dupliziert. Das ist auch ein gratis Preset. Und echt viel bei den melodischen Instrumenten. Hier ist erstmal das ursprüngliche Sample, was drin war im Beat, nochmal resampled. So, und dann geht es ein paar Töne runter. Und dann ergibt sich daraus dieses musikalische Stück. Interessanterweise ist da jetzt gerade ein Key Preset nicht da, das ich eigentlich ausgewählt hatte. Muss ich kurz suchen. Entspannt, alles entspannt. Das ist es. Das sollte ich eigentlich auch spielen. Tut es aber nicht. Das ist spannend. Sollst einfach mal vielleicht das Plugin ausmachen und wieder neu reinladen. Das macht auch manchmal Sinn. Kannst ja versuchen, wir haben mehr Zeit. Na? Ja, mache ich schnell. Excuse me. Mollet Dream. Sonst ist das eh auch in Pigments drin. Vielleicht muss ich einfach Pigments reinladen. Ich habe mir von Arturia jetzt auch Pigments zugelegt. Ist auch ein sehr geiles Ding, wa? Ah, da ist es. Yes. Genau, das ist so ein schönes Preset. Es hat einfach so Vogelgesang drin und ist so ein bisschen wie ein E-Piano mit sehr viel Anschlag. Und darüber ist dann nochmal dieses Pad. Und Trompete, Sample. Und hier dieser Chor macht das dann noch. Das ist auch ein Labs-Plugin. Der macht hier so ein bisschen so einen Höhepunkt. Ja, und in den Drums hat sich da basic eigentlich nicht viel verändert, nur dass ich da noch so Heads dazu genommen habe. Und auch von Labs, das habe ich aber eingefroren, da ist das Plugin nicht mehr drauf, also halt geflattened.
ist da so ein Rideback noch dazu. Das macht das Ganze noch so ein bisschen mehr ambient. Ja, und dann fadet das Ganze wieder so schön raus. Ein Instrument nach dem anderen hört halt auf zu spielen. Und das war dann eigentlich der Beat. Wie lange hast du jetzt insgesamt gebraucht? Also ich würde sagen, mit Mixing, was ich ja eigentlich zu einem großen Teil auch während ich den Beatbaum mache, würde ich schon sagen, so 8 bis 9 Stunden. Okay. Sowas. Du meinst ja, du hast gestartet mit einem 4-Takte-Loop, wa? Ja, genau. Also am Anfang war eben nur das hier da. Und von da aus bin ich dann halt weitergegangen und habe einfach mir zum Ziel gemacht, dieses Sample an jeder Stelle vom Beat irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise zu introducen. Was, glaube ich, auch einer der Punkte war, die dem Figup irgendwie gefallen haben. Da hat er gemeint, dass das so, das halt so ausproduziert ist mit dem vom Sample her. Und ja, fix. Das ist der volle Geil, Beat. Sehr stark. Ich guck mal gerade, ob ich noch irgendeine Frage habe. Genau, kannst du nochmal deinen Bass zeigen, diesen Palm Muted? Hast du da besondere Plugins drauf und kannst du mal sagen, wie du den noch bearbeitet hast? Ich habe da den, wie immer, den Supercharger. Das ist dein Ding, ja? Also für Bass immer. Supercharger für Bass und Drums, ein sehr genialer Prozessor, meiner Meinung nach. Prozessor. Ein genialer Kompressor, weil er dir einen Sweet Spot gibt, wo du ideal halt die Compression Rate einstellst und den Input Trim. Und da ich mich mit Compression sonst nicht so wirklich auskenne und mich da mal ein bisschen reinlesen sollte, verwende ich jetzt mal einfach den, weil der gibt mir eigentlich sehr zufriedenstellende Resultate. Dann habe ich, weil der ein bisschen rau war irgendwie, die fragwürdige Entscheidung getroffen, bei den Höhen ein bisschen was rauszufiltern. Fragwürdig sage ich, weil ich mir hinterher denke, also ich habe diesen Beat vor 5 Monaten mittlerweile produziert oder 4. Ich denke, dass ich da möglicherweise die Obertöne ein bisschen gekillt habe dadurch, was eigentlich suboptimal ist. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal so machen würde, aber irgendwie zu dem Zeitpunkt hat es mir besser ins Klangbild gepasst und deswegen habe ich das gemacht. Aber ich weiß nicht, würde ich eigentlich normal nicht machen, so Bass so heftig EQen. Da würde ich dann eher mir ein besseres Preset einfach nehmen. Überhaupt, ich bin jemand, der sehr wenig EQ'd und komprimiert, sondern schaut, dass er eigentlich hauptsächlich durch Sound Selection Mixing betreibt. Das ist ein richtig guter Tipp, weil genau, das war häufig auch schon der Fall, dass gerade wenn du zum Beispiel Drums auch richtig tunst, ja, dass du quasi einfach kompositorisch da schon super viel Frequenzen staffeln kannst, ohne dass du da irgendwie großartig den EQ anwenden musst und da halt rumwurschteln musst. Ne? Also, wie gesagt, das richtige Tuning ist einfach alles und allein durch das passende Tuning von sämtlichen Elementen in eurer Produktion habt ihr schon eine gute Frequenzstaffelung. Es macht einfach keinen Sinn, das immer alles zu überladen, sondern wenn die Komposition stimmt, ist das Ding automatisch gestaffelt. Ja, und das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Kann sich alle hinter die Ohren schreiben. Genau. Auch Arrangement. Ja. Dann ist noch ein Chorus drauf. Ein leichter. Ob man den überhaupt hört, können wir schauen. Ja, doch, ein bisschen. Der gibt noch ein bisschen mehr Breite und mehr Raum. Aber wäre, glaube ich, auch nicht unbedingt notwendig gewesen. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich hier eine Mastering Chain drauf habe. Auf dem Bass. Von Waves. So kannst du das Plugin einmal so ein bisschen mehr nach links schieben zum Browser hin, weil wir sind ein bisschen verdeckt gerade mit unseren Chatfenstern. Genau, jetzt perfekt. So? Jetzt perfekt. Vielen lieben Dank. Ich würde gern wissen, woher diese Idee kam, aber es anscheinend war das zu dem Zeitpunkt für mich die Entscheidung zu treffen. Ich weiß nicht.
Macht das einen Sinn? Ich kann es nicht mal sagen. Aber der Bass klingt so, wie er klingt. Es hat mir dann so gefallen Aber anscheinend. wenn ich jetzt gerade sehe, also wenn ich jetzt einfach mal analysiere, ja, du hast eben gesprochen davon, dass du Angst hattest, dass du Höhenverlust hast durch das EQing, was du betrieben hast vorher. Man sieht jetzt hier bei dem EQ, dass du da wieder Höhen reingedreht hast, wenn ich das richtig erkenne. Das heißt, da hast du ein bisschen was ausgeglichen. Die anderen Sachen, die Tiefmitten hast du ein bisschen angefasst, den Bassbereich hast du so gelassen. Das ist eigentlich die Höhen angepasst, eigentlich. Ja, und ein bisschen Genau, mehr Speller. Stereo-Bild. Ja, also grundsätzlich die Mastering Chain von Waves, die Abbey Roads Mastering Chain ist auch sehr empfehlenswert. Das Lustige bei Waves ist, dass die immer, oder so, vielleicht ist das auch nur mir aufgefallen, aber die haben immer Discounts. Also bei denen kosten alle Plugins angeblich eigentlich 200 €, aber so, du kriegst sie eigentlich zu jedem Zeitpunkt um 30 €. Also ich kann jedem empfehlen, der nach guter Mastering-Software oder auch EQing und Compression und sowas sucht, Waves ist auf jeden Fall, ich meine, das kennt man eh, aber falls es wer nicht kennt, guter Tipp. Die verkaufen ihre Plugins auf jeden Fall immer sehr großzügig. Leute, also schaut doch mal bei den Kollegen von Waves vorbei. Vielleicht ist da ja das ein oder andere Tool für euch dabei und der ein oder andere Rabatt, wie der Tobi gerade auch schon gesagt hat. Vielleicht geht es ja auch nur Leute aus Österreich, in Deutschland nicht. Kann auch sein. Vielleicht haben wir irgendeinen Vertrag mit denen. Kann Wer sein. weiß. Kann alles sein. Ja. Das. Ja, gibt es noch irgendwas? Ja, tatsächlich habe ich eine Frage. Weil du gerade über Mastering-Tools sprichst, hast du denn Sachen auf deiner Summe gerade drauf überhaupt? Yes, ich habe hier Wieder die Mastering-Chain. auch noch eine Mastering-Chain. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, ich kenne mich mit Mastering-Nüsse aus. Also ich bin da wirklich ein sehr. Also ich sehe auch gerade hier, dass ich den Limiter auf minus 2,9 Dezibel eingestellt habe. Also Headroom ist wahrscheinlich auch in diesem Projekt eher weniger vorhanden. Ich schaue jetzt mittlerweile, dass meine Projekte einfach von Anfang an nicht klippen, wenn ich Beats baue. Ich bin sicher, dass wenn ich jetzt diesen Limiter herunternehme, da hier die Anzeige gleich aber ganz wild auf rot springt. Wenn du Bock hast, zeig's doch einfach mal. Schauen wir mal. Ja, oh. Aber Ja, geht ein bisschen der runter. Das Limiter ist halt packt auf jeden runtergezogen Fall. dadurch, aber ich glaube, dass in deiner Mastering Chain, Ja. also in der ersten, schon ein Limiter mit drin ist. Also da ist auf jeden Fall irgendwas mit drin. Ja. Genau. Aber gezerrt hat es jetzt nicht. Und dann sehe ich danach, du hast jetzt doch so ein Loudness-Meter da irgendwie am Start noch. Ja. Das habe ich, weil ich ja diesen Beat dann auf Spotify hochgeladen habe, habe ich hier geschaut mit den Loops und dem True Peak, dass das passt, weil da gibt es ja für Spotify so ziemlich genaue Vorgaben, wie das sein sollte, damit es auch auf Spotify nicht irgendwie distortet oder klippt. Und mit dem Loudness Meter funktioniert das so, dass man den halt einfach auf die Master Chain gibt, hinter alle Plugins und dann halt schaut, dass das hier alles in dem Rahmen ist, den halt der Streaming-Service vorgibt. Das Das misst dann ist ja über die richtig komplette Länge vom vorbildlich von Beat. dir. Ja, na, wenn man's macht, dann schon gescheit, oder? Sollte man sich anschauen, weil so wäre blöd, wenn es dann irgendwie auf Spotify nicht gut klingt. Und ich glaube auch, dass Spin-Up da relativ streng ist mit solchen Dingen. Also die schauen sich das schon an, soweit ich weiß. Ich meine, ich kann es jetzt nicht sagen, aber zumindest beim Cover weiß ich, dass die so Dinge schon auch ziemlich genau dahinter sind, dass das alles hier professionell abläuft. Ja, ich glaube, die wollten auch verhindern, dass sie da ja, oder verzerrte Beats dann haben. Genau. Oder übergemasterte. Genau. Ja. Ja, sehr, sehr stark. Wie würdest du denn jetzt so dein Arrangement beschreiben? Ist es so ein typischer Beat, wo Leute drauf rappen und es ist so ein typisches, ja, hier 16 Takte Part, das und das? Oder wie gehst du da vor bei deiner Komposition? Das klingt ja alles doch eher ein bisschen freier und die Musik ist eigentlich die Musik an Ja, sich, das steht ja schon sehr für sich alleine. auf Natürlich jeden könnte man Fall. da, ja, Also, Entschuldigung,
Du darfst. Ich bin immer so, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite im Studio, was ich oft mache, dann schaue ich schon immer, dass der Beat halt artist-friendly ist und einfach eine gewisse Songstruktur, sage ich mal, halt, wo man gescheit Verses schreiben kann und eine Hook und alles. Aber wenn ich Beats für mich produziere oder halt rein instrumentale Sachen, wo ich jetzt sage, okay, da wird jetzt niemand mehr drüber Vocals aufnehmen, dann bin ich eigentlich sehr frei in meinem Arrangement. Und ich behalte es mir auch immer vor, irgendwelche Beat-Switches oder sowas zu machen, weil ich das halt einfach lustig finde. Also so, ich liebe es, meine Beats zu resamplen und dann irgendwas Neues draus zu machen und das dann auch oft innerhalb von einem Beat für einen Artist. Also ich bin überhaupt nicht so der klassische Typ, was Arrangement betrifft. Ich bin da sehr frei unterwegs meistens. Ja, cool. Ja, riesengroßes Lob an dich. Hat mir wirklich derbe gefallen, was du da gezaubert hast. Also super Musik, sehr super musikalisch. Danke, die Tools haben mir gefallen. Das LFO-Tone werde ich mir auf jeden Fall nochmal, da werde ich mal nachfragen bei Ableton, wo das hin ist, weil mir gefällt es. Ja, ich glaube, ich kann das theoretisch, glaube ich, sogar schicken, grundsätzlich. Das sind ja alles so ADG-Sachen, ja. Die kann man easy auch einfach als File schicken. Das heißt, kann ich dir dann noch rüberschicken, weil das ist echt ein... Wir schreiben auf jeden Fall. Genau. Dein Instagram-Name, ich schreibe es auch gerne einmal kurz in den Chat mit dem Restream. Du heißt einfach Unter dem Hund. Genau, Unter dem Hund. Klein und zusammen. Wie, als wäre man unter dem Hund. Ist es eine Gefühlslage oder ist es ein Ort? Niemand weiß es so genau, aber es ist mein Name. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler, kreativer Name. Finde ich stark. Ja, sehr stark. Wenn du Dankeschön. Bock hast, die Ehre gebührt noch einmal dir. Spiel doch gerne noch mal kurz ein bisschen ab für die Leute, die jetzt gerade dazugekommen sind. Genau, der Tobi hat gerade seinen Gewinner-Beat, ja, ausgewählt von Fico Braslevic bei der Spin-Up-Beat-Challenge. Und genau, ich würde sagen, spielen doch gerne noch mal zur Hälfte an. Und dann hören wir auf jeden Fall noch mal in Vatus-Beat rein, der dazu bestimmt auch noch einige Sachen zu erzählen hat. Ja, leider cool. Heute ohne DAW, aber dafür ist er trotzdem am Start und kann ein bisschen was dazu erzählen. Denn... ja, würde ich sagen, auf geht's, wir hören noch mal rein, los geht's. Sehr nice. Jawohl. Hier wurde auch gerade geschrieben, Unter dem Hund kommt von Underdog. Das stimmt, das ist richtig. Der Chat ist fuchsisch drauf heute. Es würde mich jetzt interessieren, ob das jemand von mir ist oder ob da gerade jemand einfach draufgekommen ist. Ein Infinity Stratus hat geschrieben, bestimmt kam die Idee von Underdog, sehr kreativ. Okay. Und dann wahrscheinlich ein Kollege richtig, von dir, ja. Linus Underdog, hat auch geschrieben. Jawohl. Servus, Linus. Ja, cool. Dann würde ich aber sagen, vielen lieben Dank für deine Präsentation. Du bist ja auch noch kurz mit dabei, ja? Natürlich, ich bleibe. Genau, noch. Wir haben jetzt ja hier noch einmal quasi den Beat von Vato, den wir uns jetzt einmal direkt reinziehen. Ich wechsle mal kurz das Fenster. So, jetzt sind wir hier sozusagen wieder in der Übersicht. Man sieht jetzt quasi wieder uns zu dritt in groß. Vato ist auch mit am Start. Yeah, yeah, yeah. Genau, bei dir, wie gesagt, liegt es halt so ein bisschen am wackeligen Internet, dass du den Beat nicht zeigen kannst. Da würde ich einfach mal sagen, genau, wie gesagt, das wiederholen wir. Aber ich würde trotzdem das ganze Ding jetzt nochmal reinladen. Und ich möchte gerne, dass der Chat umso interaktiver jetzt einfach mal fragt, ey,
Vato, was, wie hast du die Drums gemacht? Wo kommt das her? Ey, was sind das für Instrumente? Was ist das für ein Vocal-Sample? Achtet mal sehr darauf, was der liebe Boy gemacht hat. Und dann, anstatt, dass wir das einfach in der DAW zeigen, genau, machen wir das einfach mal quasi jetzt über den Chat. Genau, Vato, Tobi, ihr werdet den Beat wahrscheinlich jetzt nicht direkt hören können. Deswegen, ja, keine Ahnung, macht vielleicht doch kurz eure Mikros stumm und schaut dann quasi in den Livestream mit rein oder, keine Ahnung, ihr kennt ja, also Vato, du kennst deinen Beat ja auch, wir spielen ihn einmal kurz ab und dann geht's gleich dann quasi direkt in die Befragerunde. So, ich ziehe mal rein und würde sagen, auf geht's, wir hören einfach mal rein. Ich bin gespannt, was gesagt wird, Leute. Ich drücke Play, eine Sekunde. Ich will ihn natürlich auch hören. Audio-Eigenschaften. Da unten ist der Beat. So. Auf geht's. Ich drücke jetzt Play. So. Geil. Geiles Ding auf jeden Fall. Warte auch hier an dich. Dicke Props. Wir haben es alle einmal kurz gehört. Und ja, erzähl mal so ein bisschen. Das klingt ja nach einem sehr, sehr geilen Vocal-Sample. Wo hast du das her? Ja, also das vorab, mein Internet ist zum Teil gerade so schlecht. Also wenn es hängt oder so, sag, ich soll es einfach nochmal sagen, okay? Ja, gerne. Wenn ich irgendwas denke, wenn du, alles klar. Das Vocal Sample, ich habe das sogar auf YouTube sogar, ich habe mir nämlich so ein Vocal Sample Pack auf YouTube angehört, so irgendwann, als ich morgens meinen Kaffee getrunken habe. Und ja, da waren voll viele dabei. Und das Einzige, was ich hatte von diesem Beat, waren wirklich nur diese Vocals da. Also weder das Piano, was unterliegt, war da drauf oder irgendwas anderes, halt nur die Vocals so. Mhm. Und dann hab ich mir diese Vocals runtergeladen und in meine DAW gemacht und habe erstmal überlegt, brainstorming, okay, was kann jetzt da drauf kommen, so, was wird geil kommen? Und ich habe dann den ganzen Abend einfach, ich habe so gemacht und es hat irgendwie alles nicht gepasst. Und als ich dann eingepennt bin, so im Schlaf, ist mir natürlich eingefallen, okay, fuck, das und das kann man machen. Gerade im Halbschlaf. Der Klassiker. Auf jeden Fall habe ich mich dann dazu entschieden. Der Klassiker. Dann habe ich mich dazu entschieden. Es gibt nämlich einen Beat, den ich sehr, sehr feiere. Den werden vielleicht auch ein paar kennen, denke ich mal. Löwenzahn von Sido. Der Beat von Desu. Von Löwenzahn. Diese Drums hatte ich im Kopf. So ein bisschen noch ein Piano drauf und
Ja, das halt einfach so riesig klingt, so. Ja. Und dann am nächsten Tag, ich habe nämlich dann halt meine DAW, habe ich dann geöffnet gehabt, habe dann das Sample drin gehabt und habe erstmal die Drums gebaut. Und die wollte, da saß ich halt schon ein bisschen dran, weil ich halt so wollte, dass die so klingen wie bei diesem Löwenzahnbeat. Also ich habe da ein bisschen nachmachen wollen, bin ich Ja, ist ehrlich. doch easy. Hab dann auf die Hi-Hat auch noch einen Equalizer gemacht, weil die war irgendwie nicht hoch genug so. Equalizer habe ich, also den Standard FL Equalizer, Genau, Parametric, Parametric EQ, ja. genau. Ja, den habe ich dann drauf gemacht. Ich habe mir dann überlegt, noch eine Open Head drauf zu machen, aber irgendwie hat es dann nicht gepasst. Als ich dann die Drums fertig hatte, ich habe auch Logic, dann habe ich die Vocal Samples, also die habe ich dann schon weit nach hinten gezogen, so dass sie halt lang sind und ein paar Minuten gehen. Da habe ich den Logic reingezogen. Und in Logic habe ich ganz viele Instrumente, die habe ich halt in FL noch nicht, weil ich FL Demo habe. Auf jeden Fall habe ich in Logic dann ganz viele Sachen drunter gespielt. Also ich habe mir überlegt, okay, welcher Part kommt dann und dann. Dann habe ich bei dem achten Takt vom ersten 16er auf diesem Beat, also als allererstes kommt die Hook. Und danach kommt ein 16er. Und dann habe ich da habe ich eine Orgel drauf gemacht. Und unter das Sample generell habe ich noch überall Klavier drunter gemacht, damit es einfach ein bisschen melodischer klingt und voller, weil einfach nur ein Vocal Sample ist einfach, ja, das ist nicht so geil, wenn es einfach leer ist. Dann habe ich auch noch einen Bass drunter gespielt. Also abgesehen von der 808 habe ich auch einen Bass genommen, der dann beim vierten Takt vom ersten 16er kommt. Das ist halt scheiße, ich kann es gerade nicht Ja, zeigen, safe, klar. so, sonst, ja, sonst könnte ich es perfekt. Ja, aber auf jeden Fall habe ich da auch dann so ein Basschen gemacht. Muted halt. Ja, und dann habe ich natürlich noch Percussions ganz viel drauf gemacht. Ich habe halt auch viel, ja, meine Drums mache ich auch gern so, dass halt viel drunter ist, viel Percussion, zum Teil Ridebecken und sowas. Und ja, das habe ich dann gemacht und in FL habe ich auch noch Citrus oder so, wie man das ausspricht. Kennen Ja, wahrscheinlich auf jeden alle Fall. FL-User. Und ich liebe den über alles. Ich liebe den. Und der kommt richtig geil bei fast jedem Beat. Als eine Bridge kommt der ja richtig geil. Kommt drauf an, wie man ihn einstellt, natürlich. Kann man auch andersweitig verwenden. Anderweitig. Ich habe ihn halt in dem Fall als Bridge genommen. Ja, einmal habe ich ihn gespielt und danach noch eine Oktave drunter. Damit es einfach, weil er hat einen schönen geilen Bass. Und ja. Weiß nicht, kann nicht so viel dazu sagen zu diesem Beat. Also das, was ich bis jetzt gesagt habe, was habe ich da noch? Ich habe von Logic, als ich dann alles fertig hatte, als ich die Orgel drauf hatte, als ich das Klavier drauf hatte, als ich ein paar Percussions drauf hatte, habe ich es gebaut, wieder in FL reingebaut und dann habe ich über die ganze Spur Ah, Isotope Vinyl ja. gelegt, das Plugin Auch Isotope, cooles Tool auf jeden Fall, ja. kostenlos. Okay. Jeder Ja, Oldschool-Lover safe. kennt dieses Plugin wahrscheinlich. Also, ja. Und da, ja, das habe ich halt drüber gemacht, die Tiefen rausgenommen. Und ja, dann hatte ich halt, ja, dann konnte ich auch eine geile 808 auf dem Beat drauf machen. Dann habe ich die 808 noch mit der Kick gesidechained. Ja, und dann halt im Endeffekt alles miteinander Klingt auf angepasst. jeden Fall gut. Das hat auf jeden Fall Also, ich ordentlich Druck. kann. Klingt schön groß, also sehr ausgeglichen. Also ist auf jeden Fall auch ein gelungener Gewinnerbeat auf jeden Fall. Genau, muss man ganz ehrlich sagen. Also Dankeschön, freut gerade mich auch auf so, jeden Fall. wer was ausgewählt hat, finde ich es auf jeden Fall derbe passt. Ne? Also bei dir die Josie Miller, bei Tobi der Figup, auf jeden Fall mega geil. Also besser kann es gar nicht laufen.
Also hast auf jeden Fall auch da sehr gute Arbeit geleistet. Der Chat fragt gerade von Quisa. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der kennt dich auf jeden Fall. War slash Trailer Drums im Übergang noch, oder? Hast du War oder Trailer Drums? Ich weiß nicht, was das sein soll. Kannst ja mal nachschauen. Wahrscheinlich Was denn? so So genau. Cinematic Drums, oder? Ich habe, ach so, welche Drums? Nee, ich habe, ich bin gerade auf meiner DAW sogar. Ich habe mir so Free Drum Kits runtergeladen und das sind, ich glaube, die habe ich aus vielen Drum Kits zusammengestellt. Aber da gibt es einmal das Boom-Bap Classics Kit. Und ich glaube, ich habe noch das Infamous Classic Kit von Ah ja. Havoc. Der hat ein Infamous Classic Kit rausgebracht. Ja, und halt aus. Oder Sample Ocean Drum Kit. Da glaube ich auch noch vieles raus. Ja, als ich habe das aus vielen Sachen so zusammengestellt. Also ich habe da jetzt nicht ein besonderes Drum Kit für gehabt, sondern viele Boom-Bap Drum Kits einfach Ja, das verwendet hört man auf für. jeden Fall raus. Das ist sehr, sehr große, alte, Also. oldschoolige Drums. So. Ne, gerade die Bassdrum, die hat richtig einen dicken Bauch. Das ist schon gut gemacht. Sehr cool. Ja, Chat, habt ihr noch Fragen an den Vato und an seinem Beat? Wie gesagt, ja, musst du auf jeden Fall mal Bescheid geben, wenn du dann mal eine funktionierende Internetleitung hast, damit man sich das Projekt auch anschauen kann. Ist ja irgendwie auch lustig, auch ein bisschen authentisch dann. Machst es halt, hältst es ein bisschen besonders. Genau, das ist doch cool. Ja. Ich meine, bei dir. Ja. Ich bin Ja, abgeschottet, ist wenn doch. ich meine Beats mache. Ich bin hier komplett abgeschottet. Ah, und noch eine Sache, die ich sagen kann: Ich mache ja auch Rap-Musik und ich habe auf diesen Beat tatsächlich auch auf Spotify schon ein Lied hochgeladen. Das heißt, auch genau gleich wie der Beat: neuer Part, neues Glück. Kann man auf jeden Fall abchecken, wenn man will. Als Da gibt Vato es auch auf auch, ja? Spotify. Findet man Auch dich auch als als Warte, Vato auf genau. Instagram, weil dann schreibe ich auch das gerne einmal kurz in den Chat. Prod Vato, also Prod. PROD.Vato. Vato. Okay, cool. Ja, sehr stark. Ja, cool. Sehr, sehr geile Beats, die ihr da gezeigt habt. Muss man schon sagen. Danke. Und ja, ich würde sagen, wir sind durch. Ich mache jetzt noch gleich eine kleine Contest-Announcing-Geschichte. Da brauche ich aber euch dafür eigentlich nicht mehr. Dann könnt ihr auch gerne in den Feierabend gehen, noch ein bisschen die Restsonne genießen. Genau, denn wir haben jetzt nämlich einen kleinen Contest zu announcen. Und genau, das heißt, es hat mir super viel Spaß gemacht. Warte, wie gesagt, ich warte jetzt auf dein Feedback. Ja, vielleicht läuft ja die eine oder andere Produktion und dann holst du dir direkt einfach die beste Internetleitung, die es gibt. Und dann meldest du dich. Genau, ihr beide habt ja, glaube ich, jetzt auch geile Speaker abgesahnt bei Spin Up, ne? Die Adams, ne? Seid auch richtig happy mit eurem Ja. Gewinn, ja? Geil. Die sind schon geil. Ich habe davor Die auf so sind 3 Zoll sexy. Speakern gearbeitet. Die Das war ein sind bisschen eine richtig Umstellung. sexy. Geil. Ja, dann hoffe ich, macht ihr noch einige Banger mit den Speakern, ja? Bleibt auf jeden Fall ordentlich am Ball. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr noch so zaubert und wo auch immer man wie wieder voneinander hört. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. An die Leute, die jetzt noch da sind, bitte nicht abschalten. Wir haben jetzt gleich noch kurz 5 Minuten. Ich möchte aber jetzt gerne den Tobi und den Wartel dann auch, genau, jetzt schön in den Feierabend lassen. Genau, wie eben schon erwähnt, genießt die Sonne, Leute. Habt ganz, ganz viel Spaß und ja, nochmal riesigen Dank, herzlichen Glückwunsch, Props und so weiter. Lasst gerne auf Danke. Instagram connecten. Genau. Und dann Danke dir. hören und sehen wir uns Danke bestimmt euch. irgendwann mal wieder. Macht's gut auf jeden Fall, ihr beiden. Ja, easy. Und ich Du aber würde auch, ja. würd hiermit dann auch auflegen. Haut rein. Tschüss, tschüss. Ciao. So, meine lieben Freunde, wir switchen einmal kurz rüber. Es kann sein, dass kurz der Beat wieder angeht. Machen wir mal kurz weg. So, liebe Leute, es ist soweit. Erstmal ein super cooler Stream heute. Mal ein bisschen was anderes. Ja? Vielleicht sollten wir öfter auch mal Newcomer hier in den Stream holen, weil ich fand, da waren jetzt auf jeden Fall sehr, sehr geile Tipps von Tobi mit dabei. Ja? Also
wie gesagt, LFO-Tone kannte ich vorher tatsächlich gar nicht. Da muss man tatsächlich auch mal checken, was es da noch so alles gibt. Ich dachte, ich kenne schon alles, aber scheint ja nicht so. Producer Network schreibt gerade, und es gibt noch Tickets für die BeatCon im Herbst. Die BeatCon wird stattfinden, sieht wohl danach aus. Dafür gibt es noch Tickets, sehr, sehr geil. Ich bin auf jeden Fall vor Ort, wenn sie wieder stattfinden darf. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, sehr stark. Leute, also, genau, vielen Dank nochmal hier an Tobi und an Vato an der Stelle. Jetzt kommen wir ans Eingemachte, denn ihr habt ja mitbekommen, vor circa 2 oder 3 Wochen, ich glaube 3 Wochen sind es mittlerweile, haben der Lev, Producer von Nura, A zum J etc. Und ich eine sehr, sehr coole Live-Session gemacht, eine sehr, sehr lange Live-Session vor allem. Das war, glaube ich, mittlerweile unser erstes Stream, nee, längste Stream auf Producer Network, also sprich über 4,5 Stunden, fast 5 Stunden Live-Beat-Session haben wir gemacht. Und da kann ich schon mal sagen, es wird bald die nächste Live-Session folgen, wahrscheinlich nicht mit Lev, der hat aber auch wieder Bock, der hat sich auch angekündigt, der kommt auch gleich zu mir noch ins Studio und machen tatsächlich nochmal eine etwas andere Session, weil sich tatsächlich jetzt, glaube ich, auch durch die Sachen, die wir gemacht haben, eine kleine Freundschaft ergeben hat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genau, aber wir haben da in diesem Livestream einen Beat gemacht und diesen Beat wollen wir euch sehr, sehr gerne zur Verfügung stellen für einen Contest, der jetzt ab nächster Woche starten soll. Und das Ganze wird so ablaufen, dass wir das ganze Ding ab dem 21.06., also quasi ab nächster Woche, in 4 Tagen sozusagen loslegen, die Files zur Verfügung stellen und dann habt ihr ganze 8 Tage Zeit, den Remix zu diesem Beat zu machen. Und genau, wie und wo und was alles zu finden sei, werdet ihr dann direkt am Montag erfahren. Aber ab Montag ist sozusagen der Startschuss, das heißt, schleift schon mal eure DAW, eure Plugins, macht schon mal eure Festplatte frei, ja, für die Datenmenge. Und ja, vielleicht hört ihr euch oder schaut ihr euch den Stream nochmal an und klügelt vielleicht schon mal so ein bisschen darüber nach, was man da alles schon so mitmachen kann mit dem Beat, den wir gemacht haben. Ich rede auch von der zweiten, letzten Version, also quasi von dem Beat, der nach 4,5 Stunden entstanden ist, nicht von den ersten Sachen. Obwohl das eigentlich auch schon 2 komplette Beats gewesen sind. Aber damit werden wir auf jeden Fall dann halt, wie gesagt, den Remix-Contest starten. Und ab nächste Woche, ab dem 21. geht's los. Bis zum 28. habt ihr dann Zeit, sozusagen eure Sachen einzuschicken. Und danach geht's dann sozusagen eine Woche später weiter, dass ihr dann bis dahin Feedback habt, wer in die Endrunde kommt. Und dann wird es wieder einen riesengroßen Livestream und natürlich so richtig geile Gewinne geben, wo natürlich auch wieder eine interessante Jury mitmacht. Also ich kann auf jeden Fall schon mal bestätigen, dass ich mit dabei sein werde. Und ich kann auf jeden Fall auch bestätigen, dass der Lev mit dabei sein wird. Und auf jeden Fall wird auch jemand mit dabei sein, den ihr vielleicht auch von anderen großen Produktionen kennt. Ihr wisst ja selber, wir haben ja schon den einen oder anderen großen Producer hier am Start gehabt. Vielleicht hat der Cinch ja wieder Bock vorbeizukommen, dann wird es wieder eine ordentliche Party. Vielleicht kommt auch ein Judy, vielleicht kommt auch ein Menu, vielleicht kommt aber auch ein A zum J, vielleicht kommt aber auch wer ganz anders. Vielleicht kommt auch, keine Ahnung, wir werden es halt sehen. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Es wird eine ganz, ganz geile Sache. Das heißt, bitte hinter die Ohren schreiben. Ab Montag geht es los. Schaut euch nochmal den Stream an. Macht euch schon mal Gedanken, was ihr aus diesem Beat machen könntet, der ganz am Ende entstanden ist. Und dann gibt es die Files und ihr könnt loslegen. Und ja, wir werden das nicht so machen wie letztes Mal, dass alle jeden bewerten können. Auf keinen Fall. Diesmal werden nur wir, nur intern, die Bewertung abgeben. Und dann wieder einen großen Livestream mit einem ganz ordentlichen Feedback sozusagen dann veranstalten. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das heißt, da auf jeden Fall, schön aufpassen. Und bis dahin würde ich auch sagen, Leute, es ist sauwarm draußen immer noch. Genießt noch ein bisschen den Restabend. Habt ein wunderschönes Wochenende. Passt natürlich weiterhin auf euch auf. Ja, haltet natürlich die ganzen Regeln ein. Ja, schützt euch. Und macht ordentlich Tests und so weiter. Genießt aber auch schon die Lockerung. Geht schon essen, trinkt ein Bierchen draußen, trefft euch mit Freunden. Aber genau, bleibt auf jeden Fall gesund. Vielen lieben Dank, dass ihr trotz des geilen Wetters heute mit am Start wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall dann nächste Woche wieder. Da wird es vielleicht auch wieder eine kleine Überraschung geben im Livestream. Wir haben ja immer wieder was im Petto. Das heißt, Leute, habt noch einen wunderschönen Abend. Vielen lieben Dank. Und ich bin damit raus und würde sagen, wir sehen uns allerspätestens nächste Woche. Nicht vergessen, am Sonntag ist wahrscheinlich auch wieder der Timo am Start. Das heißt, da auch wieder abends vorbeischauen, wieder Tipps abholen. Und lasst auf jeden Fall gerne wieder ein Like da. Abonniert,
und aktiviert die Glocke und so weiter. Ihr wisst Bescheid, Instagram, dies, das. Ganz, ganz lieben Abend noch. Ich bin raus. Wir sehen und hören. Thank you.